Ursache Flucht. Eine unvollständige Liste. Unbekannt, ertrunken, als das Boot vor die libysche Küste kehrte. Humed Musa aus Eritrea, ertrunken in Calais, Frankreich, beim Versuch, sich vor der Polizei zu verstecken. Ahad Mohammed aus Pakistan, 23 Jahre alt, gestorben in Calais in Frankreich, nachdem er beim Versuch, den Almekantinnen zu durchqueren, starke Verbrennungen erlitt. Abdel Majid aus Sudan, 45 Jahre alt, ein Mann, gestorben in Calais, ich pense, on appelle ça Calais en français, beim Versuch auf einen Frachtzug in Richtung Großbritannien zu steigen. Samir Kelija mit ihrem Baby aus Eritrea. Beide gestorben wegen nach Frühgeburt in die 22. Woche. Sie und ihr Baby starben. Merawi Isaac, 20 Jahre alt, aus Eritrea, im Mittelmeer, ertrunken. Zebiba, 23 Jahre alt, eine junge Dame aus Eritrea, von einem Auto erfasst auf der Autobahn A16 zwischen Calais und Mar in Frankreich. Mohammed Nadim, 28 Jahre alt, aus Pakistan, Suizid. Er hängte sich mit Handtüchern in den Haftanstalt in Großbritannien, in Griechenland. Aus Afghanistan, 23 Jahre alt, gestorben an verspätete medizinische Versorgung in einer Haftanstalt in Griechenland. Deswegen Heribert Prantl ausgewählt, weil er ein Lobbyist ist in der Sache für die Menschlichkeit, im Namen der Menschlichkeit. Die vergangenen 25 Jahre waren verlorene Jahre. Sie waren die Zeit der Agonie der Flüchtlingspolitik, zukunftsverhindernd für Europa, tödlich für die Flüchtlinge. Die Ansätze zu einer gestaltenden Flüchtlingspolitik wurden weggeräumt, weil die Abwehr ja funktionieren schien.
sie hatte es gegeben. Da ist etwa der Bericht der Arbeitsgruppe Flüchtlingskonzeption, den Wolfgang Schäuble als Innenminister 1990 vorgelegt hatte und in dem auch über Fluchtursachenbekämpfung nachgedacht worden war. Zur Fluchtursachenbekämpfung gehört eine restriktive Waffenexportpolitik und eine neue Handelspolitik. Es gäbe schon ein Mittel, die Verhältnisse in den Hungerstaaten Afrikas zu verbessern: gerechten Handel. Solange europäische Butter in Marokko billiger ist als die einheimische, solange französisches Geflügel in Niger weniger kostet als das dortige, solange schwimmende Fischfabriken vor den Küsten Afrikas alles wegfangen, was zappelt, solange muss man sich über den Exodus aus Afrika nicht wundern. Die EU-Subventionspolitik ist eine Politik, die Fluchtursachen schafft. Sie sorgt für schmutzige Flecken auf der Weste der Friedensnobelpreisträgerunion. Gegen diese falsche Politik helfen keine neuen Mauern und keine Flüchtlingsauffanglager an den Küsten. Solche Versuche fördern nur die Illusion, den europäischen Reichtum nicht teilen zu müssen. Das Beispiel von Riace könnte Schule machen. Es gibt viele Landschaften in Europa, die weitgehend entvölkert sind, nicht nur in Süditalien, auch in Südfrankreich oder in Mecklenburg-Vorpommern. Dort könnten Flüchtlinge angesiedelt werden. Das wäre der Auftakt zu einer neuen europäischen Gründerzeit. Die Einwanderer könnten sich mit den Erfahrungen ihrer uralten Subsistenzwirtschaft, also der Selbstversorgung, eine bescheidene Existenz aufbauen. EU-Geld könnte das zu einem guten Existenzminimum aufstocken? Solche Subventionen gibt es ja in der europäischen Landwirtschaft ohnehin. In solchen geordneten Ansiedlungen könnte es ein Leben in Gemeinschaft und in menschlichen Verhältnissen geben. Es ist Zeit, sich auf St. Martin zu besinnen, einen der Schutzheiligen Europas. Es ist Zeit, die Klöster und Kirchen für Flüchtlinge aufzumachen. Es ist Zeit, die Herzen für Schutzsuchende zu öffnen und die Haushaltspläne aufzustocken. Es ist Zeit, die Globalisierung der Gleichgültigkeit zu beenden. Artikel 14 Asylrecht. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern zur Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich oder aufgrund von Verbrechen nicht politischer Art oder aufgrund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. Zu diesem Artikel haben wir heute schon viele Beispiele gehört und gesehen. Amnesty International fordert die Regierungen weltweit auf, Schutzsuchenden, egal ob diese nach Europa, nach Australien oder aus Venezuela herausreisen wollen, den Zugang zu einem fairen, unparteiischen oder umfassenden Verfahren zu ermöglichen. Keine Asylsuchenden dürfen ohne umfassende Prüfung ihrer Asylbegehren ausgewiesen werden. Es muss zudem möglich sein, gegen eine ablehnende Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.